Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview für die Demokratiewerkstatt. Bei uns dreht sich heute alles rund um das Thema Geld. Und wo könnte man sich besser informieren über dieses Thema als in einer Bank? Richtig, in der Österreichischen Nationalbank, wo wir heute zu Gast sind und unseren heutigen Interviewgast begrüßen dürfen, Herrn Stefan Humer. Er ist hier zuständig für die Finanzbildung. Herzlich willkommen, Herr Humer. Vielen Dank, ich freue mich auf das Gespräch. Darf ich einmal ganz kurz zu Beginn fragen, für die, die es nicht kennen, was ist die Österreichische Nationalbank und was sind so ihre Aufgaben? Also die Nationalbank ist einmal grundsätzlich etwas anderes als eine normale Bank, als eine Geschäftsbank. Bei uns kann man kein einfaches Konto eröffnen, sondern wir sind sozusagen die Bank der Banken und wir kümmern uns darum, dass im Geldsystem alles gut läuft und alles seine Ordnung hat. Was sind Ihre speziellen Aufgaben im Bereich der Finanzbildung, wo Sie arbeiten? Die Österreichische Nationalbank kümmert sich schon viele Jahre um das Finanzwissen der österreichischen Bevölkerung. Konkret hat die Abteilung für Finanzbildung drei Aufgaben. Wir bieten selber Workshops an. Wir engagieren uns aber auch in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren in der Finanzbildungscommunity und wir engagieren uns auch in der Forschung zum Finanzwissen. Hier dreht sich ja alles ums Geld letztlich. Haben Sie als Kind vielleicht auch zufällig davon geträumt, eine Schatzkiste zu finden oder wie Dagobert Duck reich zu werden? Ja, ich glaube, solche Fantasien, da können wir uns leicht reinversetzen, dass die natürlich attraktiv sind. Und wir sehen, dass das nicht nur bei den Kindern wirkt, sondern auch generell in der Welt sehen wir ganz viele Angebote, die sehr verlockend klingen. Aber das ist eine grundsätzliche Wahrheit, die wir versuchen, in der Finanzbildung zu vermitteln. Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht. Warum wird eigentlich nicht so viel Geld einfach gedruckt, sodass alle Menschen genug davon haben? Ja, auch hier sind wir bei dem Phänomen, wenn es zu gut klingt, dann ist es meistens nicht möglich. Konkret ist es da das Problem, dass wenn wir zu viel Geld dem Markt oder den Menschen zur Verfügung stellen, dass dann möglicherweise die Inflation ansteigt. Was bedeutet das? Die Nationalbank bringt über das Bargeld und das Buchgeld Geld in die Wirtschaft hinein. Und die Inflation, also das sozusagen das allgemeine Preisniveau, würde stärker steigen, wenn die verfügbare Geldmenge stärker wächst als die Wirtschaft. Das heißt, die Aufgabe einer Nationalbank ist immer, die Geldmenge so zu wählen, dass sie mit der Entwicklung der Wirtschaft, der Einkommen, der Produktion Schritt hält. Was mich auch interessieren würde noch, was kostet es, Geld zu drucken? Also heruntergebrochen auf eine Banknote kostet die Produktion ca. 10 Cent. Was mich auch noch zum Thema Bargeld interessieren würde, ist, kann man ungefähr sagen, wie oft ein Geldschein den Besitzer wechselt in etwa? Wir können nachvollziehen, ob es eine Banknote wieder zurück in die Nationalbank schafft. Im Durchschnitt kommt eine Banknote 3 bis 4 Mal pro Jahr in die Nationalbank zurück. Also durch wie viele Hände die Banknote am Weg davor geht, das entzieht sich unserer Kenntnis und ist, glaube ich, auch eine wesentliche Eigenschaft von dem Bargeld, dass diese Wege nicht nachvollziehbar sind, sondern anonym und vor den wachsamen Augen der Nationalbank verborgen bleiben. Haben Sie heute noch Bargeld in Ihrer Brieftasche? Also ich habe immer Bargeld dabei. Ich zahle sehr gerne auch mit der Karte. Aber Bargeld dabei zu haben, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, weil es kann immer was passieren. Generell empfiehlt die Notenbank auch für den Notfall in der Größenordnung von 100 Euro pro Haushaltsmitglied zu verwahren. Was sich auch in letzter Zeit erhöht hat, ist die Anzahl an Fällen, wo Jugendliche in die Schuldenfalle geraten sind. Liegt es an der Teuerung? Liegt es an einem veränderten Konsumverhalten? Was könnten die Gründe dafür sein, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, es spielt beides eine Rolle. Durch die Erhöhung der Preise werden die finanziellen Spielräume sicher weniger. Gleichzeitig stellen wir fest, dass es neue Möglichkeiten gibt, auch ohne dass man genügend Einkommen hat, Dinge zu kaufen. Gerade auch die jungen Menschen bekommen das gar nicht mit, dass sie da jetzt eigentlich sich verschulden, dass sie da einen Kredit aufnehmen. Geld ausgeben ist das eine, das andere ist Geld sparen. Oft hört man immer wieder, zahlt sich Sparen heutzutage überhaupt noch aus im Vergleich zu früher? Was würden Sie dem entgegnen? Ich glaube, das Sparen hat generell, egal in welchem Zinsumfeld, einen gewissen Zweck. Was ist das Sparen? Sparen ist, wenn mir was übrig bleibt, also wenn meine Ausgaben weniger ausmachen als meine Einkommen. Das heißt, ich schaffe mir Spielräume für die Zukunft, weil das, was ich mir heute erspare, kann ich dann morgen oder in der Zukunft wieder für meine Wünsche, für meine Träume ausgeben. Oder es passieren mir vielleicht auch Dinge, ich werde krank oder ich verliere meinen Job. Und wenn ich diesen Puffer habe, damit ich diese Situationen dann bewältigen kann, dann ist das sicher ein wesentlicher Beitrag auch
ruhig zu schlafen und ja, mit ruhigem Gewissen in die Zukunft zu blicken. Wo sollten sich Jugendliche, Kinder und Jugendliche am besten über das Thema Geld informieren? Generell, sowohl bei dem Thema, wo informiere ich mich, aber auch welche Produkte sind vielleicht für mich interessant, was möchte ich kaufen, dass es immer ratsam ist, sich auch zu überlegen, welche Interessen verfolgt jetzt die Quelle, bei der ich mich informiere oder auch die Person, mit der ich ein Gespräch führe. Oft gibt es ja zum Beispiel, wenn ich auf YouTube unterwegs bin und bekomme ich dann Werbungen vorgeschlagen, wo mir eben Finfluencer anbieten, kostenlose Seminare, auch hier gilt wieder, was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es meistens nicht. Das soll aber nicht heißen, dass es im Internet, im Social-Media-Bereich nicht auch gute und verlässliche Informationen gibt. Und auch ganz wichtig, wenn man etwas nicht versteht, wirklich mit großem Selbstvertrauen so lange nachfragen, bis man es wirklich verstanden hat. Warum sollten sich Jugendliche dafür interessieren? Ich glaube, Finanzbildung gehört in der Welt, in der wir jetzt leben, zu den Grundkompetenzen dazu, fast so wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Es gibt so viele Optionen, so viele Möglichkeiten, zu bezahlen, aber auch so viele unterschiedliche Möglichkeiten, auch über das Internet mich zu informieren, zu sparen oder zu investieren. In diesem neuen Raum an Möglichkeiten, um nicht zu sagen Dschungel, an unterschiedlichen Möglichkeiten sich zu orientieren, ist, glaube ich, Finanzbildung ein ganz wesentlicher Teil. Wie oder durch wen sollte Finanzbildung stattfinden? Wir setzen uns sehr stark dafür ein, dass es sowohl bei den Eltern als auch im Schulsystem stärker verankert wird. Taschengeld ist da ein ganz wichtiges Instrument, um auch wirklich früh in einem geschützten Umfeld sozusagen, wo noch nicht viel passieren kann, erste finanzielle Entscheidungen zu treffen und sich Dinge einzuteilen. Und wenn man das frühzeitig beginnt, ist das eine wunderbare Vorbereitung aufs Leben. Auch in der Schule das Thema zum Thema zu machen, ist aus unserer Perspektive sehr wichtig. Stichwort Gender Pay Gap. Sollte es Ihrer Meinung nach in der Finanzbildung dann da auch unterschieden werden zwischen Finanzbildung für Burschen und Finanzbildung für Mädchen? Die wesentlichen Inhalte, die wir für Burschen und für Mädchen vermitteln sollten, sind im Wesentlichen die gleichen. Was wir aber schon noch beobachten können, dass Frauen, junge Frauen, aber auch ältere Frauen, vor besonderen Herausforderungen stehen. Das sind zweierlei Natur. Einerseits fehlt oft das Selbstvertrauen, dass man sich mit Geld wirklich auseinandersetzt. Und an dem, glaube ich, sollte man arbeiten. Das ist, mit Geld umzugehen, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen, das ist keine Raketenwissenschaft, das kann jeder. Und gerade auch Frauen sollten sich das zutrauen, weil wir sehen aus der Forschung, oftmals sind es so, dass die Frauen die besseren, quasi nicht so risikofreudigen Entscheidungen treffen und ihre Finanzen quasi auf stabilere Beine stellen. Und das zweite Thema betrifft die Pensionsvorsorge. So wie das Pensionssystem in Österreich organisiert ist, zählt jedes Monat, dass man im Erwerbsleben in die Pensionskasse einzahlt. Wenn es so bleibt, dass Frauen längere Zeit die Kinderbetreuung übernehmen, wird einfach diese Differenz, dieser Gender Pension Gap, der Unterschied in den Pensionen, die Männer und Frauen erwarten können, in die Zukunft noch größer zu ermutigen. Nehmt euer Geldleben selbst in die Hand und denkt an die quasi mittel- bis langfristige Zukunft. Das, denke ich, ist eine wichtige Botschaft. Auch aktuell ist die österreichische Finanzbildungsstrategie. Können Sie dazu vielleicht ein paar Worte sagen? Wir haben in Österreich glücklicherweise schon ganz viele Initiativen im Finanzbildungsbereich. Aber was bisher gefehlt hat, war die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Akteuren. Und die nationale Finanzbildungsstrategie versucht genau das zu verbessern. Also wir als Nationalbank sind ganz stolz und froh, gemeinsam mit dem Finanzministerium diese nationale Strategie als Vorsitzende anzuführen. Und ein ganz großes Projekt, das wir da gemeinsam gerade in diesem Jahr vorantreiben, das wird ein Portal sein, wo sich alle von einer verlässlichen Quelle zu den wesentlichen Themen des finanziellen Lebens informieren können. Es soll jetzt bald der digitale Euro kommen. Was können Sie dazu sagen? Also der digitale Euro wird eine weitere Option sein, um vor allem auch im Internet und im elektronischen Bereich zu bezahlen. Die erste Form von Geld waren die geprägten Münzen. Irgendwann hatte man das Gefühl, naja, ist nicht so praktisch, immer mit diesem schweren Sack unterwegs zu sein, und hat Banknoten entwickelt. Und der digitale Euro wäre jetzt sozusagen der nächste Entwicklungsschritt. Das ist sozusagen ein digitales Bargeld. Und wie unterscheidet sich dieser digitale Euro jetzt zu Kryptowährungen wie Bitcoin und Co.? Dort sehen wir ganz große Kursschwankungen. Also es ist wie eine Achterbahnfahrt, die der Kurs
des Bitcoins in den vergangenen Jahren hingelegt hat. Sie haben so große Kursschwankungen, dass ich eigentlich kaum abschätzen kann, was kann ich mir morgen oder in einem Jahr mit einem bestimmten Kryptowert eigentlich kaufen. Ich muss aber eigentlich sagen, wir Notenbanken sprechen nicht von Kryptowährungen, deswegen sprechen wir eigentlich von den Kryptowerten und wir würden den Personen, die in diesem Bereich Interesse haben zu investieren, raten, da wirklich sehr, sehr vorsichtig zu sein. Man kann zwar in kurzer Zeit Geld gewinnen, man kann in kurzer Zeit aber auch sehr, sehr viel Geld verlieren. Wir sind schon am Ende. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Zeit. Und vielleicht haben wir den einen oder die andere inspirieren können, sich in Zukunft ein wenig mehr Gedanken über Geld und Finanzen zu machen, was mich sehr freuen würde. Mindestens genauso freuen würde es mich aber, wenn wir uns das nächste Mal zum nächsten Interview wiedersehen. Bis dahin alles Gute und danke fürs Zuschauen. Tschüss.